Auch von mir ein großes Hallo an euch alle, an Sie alle und vielen Dank auch der Dame, die hier so wunderbar sauber gemacht hat. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, hier zu sein auf diesem herrlichen Sofa. Und das Motto des heutigen Abends, ich darf es vielleicht schon mal vorwegnehmen, das Motto des heutigen Abends lautet: Ist das Kultur oder kann das weg? Tja, meine Damen und Herren, was ist denn eigentlich Kultur? Ich würde sagen, da stellen wir uns mal ganz dumm. Es gibt ja dieses weit verbreitete Vorurteil, dass unsere Vorfahren in Höhlen gelebt haben. Wie wir heute wissen, ist das allerdings vollumfänglich falsch, denn sie lebten gar nicht in Höhlen, sondern in Zelten. Und diese Höhlen, die wir heute kennen, Altamira oder Lascaux mit diesen wahnsinnig tollen Malereien, das waren sozusagen die ersten Kultursalons der Menschheitsgeschichte. Ja, ich kenne mich da aus, denn ich komme aus Mettmann, das liegt im schönen Neandertal. Ich bin sozusagen Experte für Ur- und Frühgeschichte. Ja. Natürlich gab es auch in diesen Kultursalons eine Eventmanagerin, ja, so jemanden wie mich, die ich jetzt hier diesen wunderbaren Abend für euch moderiere. Und diese Eventmanagerin, ich stelle mir so vor, die stand da in dieser Höhle mit ihrem Steintablet und sagte: Oh Mann, mega Location hier. Ach, die Wände sind vielleicht noch so ein bisschen kahl. Du, Graffiti-Artist, Ugo, komm doch mal her. Du sprayst uns jetzt hier so ein paar mega coole Graffitis von Moschusochsen und Mammuts an die Wand, ja? Super geil, ja? Und du, DJ, Mago, ja, leg uns doch mal ein bisschen Mucke auf von der Moschusochsen-Trommel und von der Knochenflöte, ja? Dann wird das hier das geilste Event ever, ja? Toll, so stelle ich mir das vor, ne? Das war die Kultur der Ur- und Frühgeschichte, aber wie sieht es denn heute mit der Kultur aus? Ja? Was ist für uns Kultur? Da gehen die Meinungen natürlich sehr, sehr, sehr weit auseinander und das fängt schon in meiner eigenen Familie an. Ne? Also für mich, ja, denn ich bin klassisch ausgebildete Opernsängerin, für mich, da ist Kultur Wolfgang Amadeus Mozart auf der Höhe seines schöpferischen Könnens in der grandiosen Oper Don Giovanni. Wir singen Ihnen jetzt mal ein kleines Stück der großen Bravour-Arie der Donna Elvira. Los geht's, Felix. Ich mach das im Stehen. Ich glaube, Sie haben eine Idee. Das reicht schon. Ja, und ja, jetzt müsste ich das mal versuchen, meiner Tochter zu erzählen. Ja? Also, meiner Tochter stehen da die Haare zu Berge. Für meine 14-jährige Tochter, da ist Kultur was ganz anderes, nämlich Billie Eilish. Moment. Cause I'm the bad guy, like a really rough guy. Just always a puff guy, was always a rough guy. I'm the bad guy. Du! Ah, oh, danke, Felix, ich kann nicht mehr. Danke. Oh, ich kann nicht mehr. Moment, da muss ich mir kurz die Haare wieder richten. Da steht mir nämlich die Haare zu Berge, ja. Sie sehen das. Ja, und was soll ich sagen? Da kam mir die schlagkräftige Idee, wenn meine Tochter, ja, so dermaßen traumatisiert auf meine Kultur reagiert, ja, dann kann ich die doch im Alltag als pädagogische Waffe einsetzen. Kinder schlagen, das hat man ja heute nicht mehr so. Und ich habe einfach diese Arie aus der Oper Don Giovanni, die Sie gerade gehört haben, ein bisschen umgetextet und auf meine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Sie heißt jetzt die wehrhafte Übermutter oder im italienischen Original Mama Monstrosa. Musik.
Tochter, Schande und Not, Schicksal, Tod und Dann ist rot, wenn du in grimmen Wintern mit wenig Stoff am Hintern und dem Crop-Top durch die Gegend latscht. Du holst dir was an den Nieren, das kann ich garantieren. Du Nervensäge mit deiner Körperpflege, wenn du mir noch mal die Wimperntusche klaust und deine kleine Schwester haust, dann platzt dir gleich die Halsschlagader. H&M und Primark, das verbiete ich dann. Denk doch mal an die armen Frauen in Pakistan. Oh, du eitle Nachgeburt, ohne Helm und ohne Gurt, hab ich dich, Mofa von Sinn, hinten drauf bei Justin von der Dieter Bohlen Gesamtschule. Ich hab nichts, ich hab nichts, ich hab nichts gegen den, doch lieber will mir jemand anders. Der will doch nur mit dir die Übernachtung, kannst du knicken.